keine mehr. Und genug Holz für viele Schilder habe ich auch nicht. Wow, für 3 Schilder habe ich genug Holz. Das ist dann nicht so viel. Ja, gut. Und ich werde innen drinnen, das wollte ich eigentlich gerade nehmen, werde ich einfach alles aus Cobblestone bauen, werde das dann später mit Dings und verkleiden, ist ja dann auch egal. Kann ich auch die Cobblestone-Treppen nehmen. So, vielleicht reicht das. So, also kann das mal wieder weg. Oh, ich brauche Holz, ey. Na, vielleicht ist ja mal wieder ein Bäumchen fertig. Wäre zumindest geil, dann könnte ich das gleich wieder mitnehmen. Hätte ich ja erstmal wieder ein bisschen Holz vorrätig. Jawohl, mindestens ein Baum ist fertig. Also ein bisschen mehr als einer. Ganz bisschen. Aber okay, ich kann natürlich auch einfach hier die vorne abholzen. Wird sich auch ein bisschen freier, aber ja, komm. Ach komm, nehmen wir hier vorne welche mit. Ich brauche nicht unbedingt Tropenholz. Ich will jetzt nur Schilder bauen. Da ist das ja egal, was ich für Holz nehme. Und selbst wenn die Schilder verschiedene Farben hätten. Was ja noch nicht... Wow, den hat er jetzt aber nicht mitgenommen, warum auch immer. Selbst wenn die Schilder halt verschiedene Farben haben könnten, wie halt zum Beispiel mit... Ich glaube, in der 1.8 gibt es ja auch die Türen, ne? Aber ich habe auch noch nicht geupdatet, weil es kein Dingsens gibt. Kein Forge. Es gibt zwar schon viele Mods, aber ich bin jetzt echt faul geworden mit dem Modden. Ich hole mir einfach immer Forge und dann laufen die anderen Mods ja von selbst quasi. Also eigentlich fast alle sind ja mit Forge kompatibel. Das ist dann ja schon ganz praktisch, aber ja. Da können wir mal die Setzlinge auch noch mit. Eigentlich wollte ich sie liegen lassen, aber dann dachte ich mir, meh. Sonst noch was Wichtiges. Ich nehme erstmal den Apfel in der Hand, damit ich den erstmal halt fressen kann. Oh, 2 Äpfel sogar. Damit ich die erstmal fressen kann. Ist dann ja korrekter der Ausdruck so. Okay, was sagt die Zeit? Oh, ich muss immer von der Mikro so vorbeispähen. Anscheinend ist hier jetzt endlich mal alles despawned. Okay, so. Wie viele Schilder brauche ich denn? Ich brauche viele Schilder. Ganz, ganz viele. Mindestens 64, wahrscheinlich sogar mehr. Aber eigentlich wollte ich gerade die Setzlinge wegfangen. Habe ich die Pflanzen? Da sind die Setzlinge wahrscheinlich auch mit drin. Oder habe ich die Setzlinge mit in der Holzkiste gemacht? Das weiß ich gar nicht. Hier habe ich Setzlinge. Gut. Kommen da die eigentlichen Setzlinge. Was ist das eigentlich? Das Akazien, ne? Genau. Ansonsten hier kein... Okay. Super gut. Apfel essen. Apfel essen. So. Zack. 3 Schilder. Gleich noch ein paar Sticks bauen. Also werde ich auf jeden Fall müssen. Warte mal, wie viele Schilder haben wir? Wir haben jetzt 16 und 5. Ja, das sind eindeutig noch zu wenig. Da weiß ich jetzt schon, okay, das sind jetzt ein paar viele Sticks geworden. Die werde ich so nicht ganz los. Aber fast so. Ist auf jeden Fall besser weggegangen, als ich dachte. Aber okay, so. Dann können wir jetzt anfangen mit Planen. Also erstmal hole ich mir noch einen Wassereimer. Werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Erde mitnehmen sollen. Obwohl, da oben kriege ich sowieso noch Erde, wenn ich alles abreiße. Abreiße. Die Treppen habe ich wieder weggepackt, gut. War ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich will mal gerade sagen, Kühe muss ich auch noch holen, aber muss ich ja gar nicht. Die habe ich ja schon geholt. Boah. Muss ich irgendwann mal vermehren. Irgendwann mal. So, ne, hier hinten kommt keine Monster. Stimmt, ich wollte ja noch eine Mühle bauen. Stimmt, aber später, später, später. Mal gucken, welche Höhe ist denn hier jetzt am besten geeignet, wo ich dann nicht so viel wegreißen muss. Also ich muss sowieso dann drunter alles wegreißen, weil ich in die Tiefe gehen werde. Aber hier ist schon fast wieder zu weit weg, oder? Na komm, warte mal, ich habe doch hier eine Schaufel. Ne, ich werde es mit kaputt haben. Schaufel mit und einen Apfel in der Hand. So. Wie sieht's aus? Ja doch, die gehen wir auf diese Höhe. Da werden die Schaufeln natürlich lange nicht ausreichen. Vor allem, ich habe jetzt schon das ganze Inventar voll mitgenommen, aber werde erstmal nur Erde abfarmen, abbauen, Ewigkeiten, wie ich das kenne. Aber so ist das eben. Mal sehen, ist da hinten überhaupt irgendwo Ende? Ja, da bei den Tattoos kommen. Ja, da bis dahin können wir ja gehen. Komm, das schaffen wir. Vielleicht nicht mit, also eine Bahn hier auf jeden Fall schon, aber für den Rest reichen die Schaufeln auf jeden Fall nicht aus. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Stimmt, für die Pferde muss ich auch noch einen Stall bauen, aber ich muss noch hier, also hier ist echt noch viel zu tun. Beim anderen Haus ja auch, obwohl da ist eigentlich nur noch das Haus fertig zu bauen.
eigentlich nur noch das, ja. Der Rest ist ja soweit dann schon mal fertig. Aber ja. Das reicht dann. Oh, ich brauche noch so viele Schaufeln hier. Das weiß ich jetzt schon. Meine Güte, meine Güte. So, und gleich habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Das weiß ich jetzt schon. Okay, noch nicht sofort, aber wird demnächst auf jeden Fall so sein. Ah, da werde ich gleich hier wieder ein bisschen Terraforming betreiben, ein bisschen irgendwelche kleinen Teiche trockenlegen. Und dann wird das schon passen. Dann wird das schon alles passen. So. Gut. Oh, da ist sogar eine schöne Rose. Super schön. Oh, vor allem die Schaufel ist auch schon wieder zur Hälfte weg, ey. Das ist... Schlimm ist das. So, fressen, meine Güte. Und kaputt hauen alles. Kaputt hauen. So. Okay, ich würde sagen, wenn ich jetzt den Block hier erstmal weg habe, werde ich gucken, dass ich die Erde wieder irgendwo erstmal loswerde. Vorerst. Vorerst. Und dann mal gucken. Aber dann wird das Gebiet hier doch recht groß, ne? Ich meine, ich baue jetzt hier wieder nur so eine Monsterfalle, die dann von den Ausmaßen her wie die andere sein wird, nur dass sie halt überirdisch ist, zumindest teilweise. Und deshalb wird man überirdisch was sehen. Allerdings werde ich ja wirklich, denke ich mal, mehr Spawning Grounds quasi nach unten bauen. Bei der anderen hat sich der doppelte Spawning Ground ja doch schon dann ziemlich bezahlt gemacht. Das war ja schon ziemlich krass, fand ich. Und dann machen wir einfach noch ein mehr, ne? So. Okay, die Schaufel reicht nicht mal aus, um diesen Erdblock hier wegzumachen. Das ist jetzt traurig, aber wahr. Gut, dann gucke ich jetzt mal, dass ich erstmal die ganze Erde ein bisschen weghaue. Zum Beispiel hier, die Teiche müssen auf jeden Fall weg. Und ich meine, selbst wenn da jetzt irgendwie Lehm drin sein sollte, dann ja, ist er Pech gehabt. Ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht. Ne, sehe ich nicht. Nur für den Fall, dass irgendjemand meckern sollte, ja, du willst auch immer Lehm haben und dann nimmst du keinen mit, wenn er da ist und so. Ja, ist halt so. So bin ich halt. Ich bin eigen, auf jeden Fall. Aber das ist doch jeder Mensch irgendwo. Das ist doch jeder Mensch. Außer natürlich so ein kompletter Nachmacher. Ah, ja, stimmt, Erde. Oh, hört man jetzt an. Erde wird ja nicht nachgeschoben. Mimimi. Eigentlich das, was man. Ja gut, nicht am häufigsten, aber doch schon recht oft braucht. Finde ich, also ich für meinen Teil zumindest. Oder sagen wir mal so, wenn dann viel auf einmal braucht. Außer man baut halt nur mal schnell ein Gerüst oder so, aber im Normalfall, ja, braucht man das schon immer recht viel auf einmal. Ach ja, aber ich muss ja sowieso ins Lager laufen, um mir noch eine Schaufel zu machen. Das ist ziemlich egal. Also die Erde werde ich nicht wegpacken. Die Samen kann ich im Zweifel einfach so wegwerfen. Die sind dann auch nicht so wichtig. Okay. Aber das Gebiet hier hinten gefällt mir an sich ganz gut. Also hier hat man schön viel Platz. Möglichkeiten, was zu bauen. Wenn man, natürlich muss man ein bisschen Terraforming betreiben. Aber es hat keine Flatmap. Gefällt mir auch viel besser. Flatmap wäre ja auch dumm, denn ja, könnte ich ja nur aus Erde und ja, ich könnte nur aus Erde bauen. Da ich mir nicht mal Werkzeuge bauen könnte, weil es kein Holz gäbe. Außer natürlich, ich finde ein Dorf. Ich fände ein Dorf. Ja, klingt, glaube ich, richtiger. So. Aber ja, nee, das wäre mir dann zu krass. Zu krass. Und ich finde auch, so eine Flatmap sieht irgendwie nicht schön aus. Auch so, wenn Server eine Flatmap ist. Hatten wir ja mal, ich war ja mal auf dem Dekona City Server, der leider nicht mehr online ist. Da habe ich einiges gebaut. Gibt es auch ein Let's Show Video zu mit noch ein paar Leuchten vom Server. Aber erstens ist die Tonqualität nicht so gut, weil ich da noch... Ich weiß gar nicht, welches Mikro ich da schon hatte, ob ich da... Ich glaube natürlich noch mein Headset sogar. Und an sich und alles, ja, ist halt noch, wow, hatte ich nur noch meinen alten PC noch nicht mal abgegradert. Und so, also war das nicht so gut. Ich glaube, ich brauche mir eine Dia-Schaufel. Weil ich nur 3 Sticks habe, deshalb. Aber selbst die wird ja nicht reichen. Das weiß ich jetzt schon. Aber schlafen gehen. Das muss erstmal sein. Und schon wieder, ich trinke jetzt irgendwie mal auf dem Weg was.
Das ist aber nicht so gut, weil ich da nicht so gut steuern kann. So, dann trinke ich jetzt mal weiter. Prost. Ah. So. Ich weiß nicht, ich bin ziemlich dreist, dass ich hier mitten im Let's Play einfach trinke, aber so ist das halt. Und dann mal gucken, ob ich die Schaufel auch für 7 verzaubern kann. Ah, komm. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ja, aber eigentlich besser als nichts. Ne? So. Wir sind auf jeden Fall ein paar mehr Eier drin gewesen. Ist ja schon mal recht praktisch. Ja, komm, Level 7 verzaubern wir mal. Wenn wir finden, Level 6, okay. Level 8, Level 4. Komm, es war schon Level 6 und Level 8. Dann werde ich jetzt wohl Level 7 kriegen. Geil. Was haben wir da? Haltbarkeit 1. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen, ja, bin ich schon recht froh drüber. So. Aber jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir hier gleich ein bisschen mehr Terraforming betreiben. So. Mal gucken, vielleicht werde ich dann das Ding letztendlich doch woanders hinpacken, wenn ich hier alles aufgeschüttet habe, aber komm, erstmal was da. Ne, komm, da erstmal den Teich dazu, dann ist die Erde auch gleich wieder weg, die wir haben. Viel ist ja nicht mehr da. Ist doch mal so krass, ich meine, an sich im Inventar sieht es immer recht viel aus, wenn du siehst 64, ja, komm. Um das loszuwerden, musst du quasi 64 mal klicken. Ja, eigentlich schon, ne? Aber das reicht dann gerade mal für, wenn man es so sieht, für ein 8x8 Feld auf dem Boden. Das ist dann wieder voll wenig. Schon super krass alles, aber ja. Das hätte mal die, in welcher Relation man das sieht, ob es dann viel oder wenig wirkt. Jetzt wird die Erde zum Beispiel um Längen nicht ausreichen, das hier auszufüllen. Oh, ich bin so rangekommen. Ich weiß gar nicht mitgerechnet. Okay, ich guck nicht. Ich wollte gerade sagen, ich gucke hier nur ein bisschen gerade ab, ob irgendwo noch ein Loch ist. Und dann war da tatsächlich noch eins. Dann war da noch eins. Gut, und jetzt kann weiter Erde weggehauen werden. So, wo war das? Noch ein bisschen weiter oben. Ja, genau. Hier, ich glaube hier auf der Höhe. Ja, da muss der Block weg. Genau der. Der war jetzt hier super schlimm. Aber okay. So, wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Oh, knapp eine Stunde. Mann, wie die Zeit vergeht. Das ist immer so fix, ist das immer. Aber okay. Wird halt auch wieder gar kein Thema, aber ich bräuchte immer einen Co-Moderator. Einfach nur einen Co-Moderator, der aber nicht unbedingt mitbaut. Also könnte sich irgendwo in der Welt irgendwas basteln. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Da muss ich mal gucken. Das Problem wäre halt quasi, wenn das hier zu einem Let's Play Together mutieren würde. Das wäre ja schon übertrieben gesagt. Muss man mal gucken, wie es mit den Aufnahmezeiten ist. Jetzt, wo ich ganz alleine für mich aufnehme, bin ich viel flexibler. Ist ja klar. Aber ich hätte Bock, noch vielleicht ein separates Let's Play Together so zu starten. War schon super geil. Ich meine, mit dem Raptor hatte ich ja damals einmal Hexit hatte ich einmal angefangen, aber das haben wir dann nach 12 Folgen oder 14 Folgen schon aufgeben müssen. Ja, ich glaube sogar schon müssen. Da wir erst nie dazu gekommen sind, dann hat das mal rumgespackt, ist abgekackt, wenn wir aufgenommen, wenn wir verzaubern wollten und so. Hatten halt so einige Probleme mit. Und dann war irgendwann die Serverdatei gelöscht, weil ich vergessen hatte, die runterzuladen, bevor der Server halt ausgelaufen war. Voll ausgelaufen. Aber ja, irgendwie sowas. Und was hatten wir noch hier? Feed the Beast, genau. Da hatten wir 60 Folgen, ein bisschen mehr sogar. Sind leider noch die Hälfte der Folgen beschaubar, weil er seinen alten Kanal gelöscht hat. Jetzt hat man mal eine Folge, also immer abwechselnd auf seinem und meinem Kanal die Folgen. Ich hatte ihn doch schon mal vor einiger Zeit gefragt, ob er den... Ich habe nämlich alle Folgen zwischengespeichert, das mache ich eigentlich bei allen meinen Folgen, bei allen Videos. Ob ich denn die Videos wieder ihm geben soll, dass er die hochladen kann oder so, meinte er, wenn dann, nö, kannst du ruhig auf seinem Kanal hochladen. Bin ich immer noch nicht zugekommen. Ich bin dann immer nicht zugekommen, ich bin dann einfach zu faul. Also, ne? Das ist wieder das Schlimme, weil das ist dann immer nur, ja... Dann müsste ich die ganze... Ich glaube, ich würde die ganze Playlist wahrscheinlich nochmal neu machen, weil ich dann jedes Video extra einordnen müsste. Immer halt, jedes zweite Video wäre, ist ja falsch. Aber da muss ich mal gucken, ob ich das eventuell irgendwie tue. Ich müsste ich das immer mal machen. Vor allem, ich habe auch mal geguckt, ich habe echt schon übel viele Videos eigentlich, wa? Das ist schon krass. Hätte ich auf jeden Fall nie mit gerechnet. Als ich hier so angefangen habe, dachte ich so, ja, ich habe hier angefangen, weil ich eigentlich nur, weil ich meine Minecraft-Welt zeigen wollte. So habe ich ja meinen YouTube-Kanal erstellt. Und das eigentlich auch nur, weil sich immer... oder einige aus meiner Klasse darüber lustig gemacht haben, dass ich halt so eine Zeit lang Minecraft